Brüche multiplizieren. Bruch mal Bruch. Ein Beispiel, 2 Drittel multipliziert mal ein Zweitel. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet eigentlich jedes Wörtchen von. Ich nehme nämlich 2 Drittel von einem Zweitel. Versuche ich das mal mit einem Kuchen zu zeigen. Hier ist mein Kuchen und ich nehme zuerst ein Zweitel. So. Und von diesem Stück nehme ich jetzt noch 2 Drittel. Das heißt, 2 Drittel mal, oder eigentlich von ein Zweitel. Wenn ich von diesem Stück hier 2 Drittel nehme, dann habe ich diese 2 Stück hier. Das heißt, ich habe jetzt die Rechnung gelöst. 2 Drittel von ein Zweitel gibt diese beiden Stück. Und das ist 2 von 6 im Ganzen. Zum Ausrechnen relativ einfach. 2 mal 1 gibt 2 Stück, 3 mal 2 gibt 6 Stück, also 2 von 6. Ihr habt gesehen, hier muss man nicht auf den gleichen Nenner. Das hat den einfachen Grund, beim Plus und Minus muss immer zuerst auf dem gleichen Nenner sein, weil ich kann ja nicht unterschiedlich große Teile miteinander addieren. Ich kann nicht Äpfel und Birnen miteinander addieren oder subtrahieren. Beim Multiplizieren ist es eigentlich, wie biologisch gesagt, eine Kreuzung. Das heißt, ich kann unterschiedlich große Nenner miteinander multiplizieren. Was allerdings beim Multiplizieren nicht wegfällt, ist am Schluss die Testerei. Zum Beispiel unsere Rechnung gibt 2 Sechstel. Aha, aber das kann ich noch kürzen. Das bleibt uns erhalten. Das gibt ein Drittel. Fassen wir zusammen, wir brauchen nicht auf den gleichen Nenner, wir können Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner rechnen. Am Schluss allerdings versuchen wir noch Testerei, kann ich kürzen oder gibt es eventuell sogar eine gemischte Zahl. Das geht übrigens auch mit mehr als 2 Brüchen, ich kann auch 3 Brüche. Ganz normal Zähler mal Zähler mal Zähler, 2 mal 1 mal 3, das gibt 6. 3 mal 2 gibt 6, mal 4 gibt 24 und dann wieder Test. Das kann ich kürzen durch 2, durch 3, sogar durch 6. Wenn ich durch 6 kürze, dann gibt es ein Viertel. So. Die zweite Variante ist, ich multipliziere mit einer ganzen Zahl. Ein Beispiel, 3 mal ein Viertel. Jetzt denken wir nicht allzu mathematisch, sondern stellen uns das Ganze mal vor, ich esse 3 mal ein Viertel eines Kuchens. Wie viel habe ich gegessen? Natürlich 3 Viertel und nicht 3 Zwölftel. Ich verschneide die Stücke nicht noch einmal, ich nehme sie einfach und mache das 3 mal. Das heißt, die Zahl 3 ist eigentlich als Bruch geschrieben 3 Eintel. Deshalb wird im Nenner 1 mal 4 bleibt 4. Es wird nur im Zählen multipliziert. Machen wir ein Beispiel. Ich habe hier ein Viertel. Und jetzt nehme ich 3 mal so ein Stück. Also sagt mir mein logisches Vorstellungsvermögen, dass ich jetzt 3 Viertel des Kuchens gegessen habe. Es wird nur im Zählen multipliziert. Aber, wenn ich hier ein Beispiel mache, 4 mal 1 Achtel, 4 mal 1 gibt 4 und dann bleibt die 8. Auch hier gilt, wenn es geht, kürzen. 4 Achtel geht durch 4, gibt ein Zweitel. Nächstes Beispiel, 4 mal 1 Drittel, das gibt 4 mal 1 gibt 4, Drittel. Merke ich jetzt schon, oh, wenn ich 4 mal ein Drittel essen will, brauche ich wahrscheinlich mehr als einen ganzen Kuchen. Das heißt, das gibt eine gemischte Zahl, ein ganzer Kuchen und dann bleibt noch ein Drittel übrig. So, bereit für ein paar Rechnungen? Also, legen wir los. Ich mache zuerst nur die Rechnung und am Schluss schaue ich, kann ich noch kürzen, gemischte Zahlen. Zähler, 4 mal 3 gibt 12. Nenner, 5 mal 6 gibt 30, 12 Dreißigstel, das ist eigentlich schon mal korrekt multipliziert. Jetzt allerdings noch die Kürzerei. 12 und 30 geht beides durch 2, das gibt 6 und 15. Und 6 und 15, das geht beides noch durch 3. 6 durch 3 ist 2, 15 durch 3 ist 5. So, jetzt ist das Ganze fertig gelöst. Gehen wir zu einem Beispiel mit 3 Brüchen. 1 mal 3 mal 2, das gibt im Zähler 6. 2 mal 4 gibt 8, mal 3 gibt 24, 6 und 24, das hatten wir vorhin schon einmal, das geht durch 2, durch 3, durch 6, nehmen wir gleich durch 6, das gibt 1 und das gibt 4. Jetzt noch Multiplikation mit einer ganzen Zahl, 3 mal 4 wird nur im Zählen multipliziert, weil unten im Nenner wäre ja Eintel, das gibt 12 und bleibt bei 7 und 12 Siebtel, das gibt noch eine gemischte Zahl, das ist nämlich ein Ganzes. 7 Stück weg, dann bleiben im Zählen noch 5 übrig und der Nenner, der bleibt sicherlich gleich groß.
Die Reihenfolge spielt keine Rolle, das bedeutet 7 mal 4 im Zählen gibt 28. Der Nenner bleibt natürlich gleich, weil es mal 1 ist. 28 durch 9, das gibt 3 Ganze. Und dann bleibt 3 mal 9 ist 27, bleibt noch ein Neuntel übrig. So, fassen wir kurz zusammen. Zählen mal Zähler, Nenner mal Nenner, kürzen, gemischte Zahlen nicht vergessen, erweitern braucht es beim Multiplizieren nicht und Multiplikation mit einer Zahl wird immer nur im Zählen multipliziert.